Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Spiel Final Fantasy. Ja, ich habe mich in der letzten Folge vertan, beziehungsweise es wurde ein bisschen blöd angezeigt. Ich habe gesagt, wir können mit der Hauptquest von der Hermetiker-Gilde weitermachen. Das können wir natürlich nicht. Die war zwar noch grün angezeigt, aber nachdem ich dann die Ausrüstung gewechselt hatte, war sie plötzlich rot. Dementsprechend wird sie erst auf Level 20 wieder ansprechbar sein, die gute Gildenleiterin. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, endlich mal hier hinzugehen, wo wir jetzt sind. Und zwar ist das bei der Marodeur-Gilde im Korallenturm. Mal schauen, was das überhaupt für eine Gilde ist und ja, wie die kämpfen und so weiter. Na, Abenteurerin, willst du irgendwas Bestimmtes? Hier ist die Gilde der Marodeure. Unsere Mitglieder trainieren mit Äxten. Ach so, die waren das. Die mit beiden Händen gehalten werden müssen. Die Klingen sind so scharf, dass sie mit einem Hieb den Hauptmast eines Schiffes teilen könnten. Training ist deshalb sehr wichtig. Äxte sind ungemein trügerische Waffen, denn man würde auf den ersten Blick niemals vermuten, dass sie eine solch schwere Waffe sehr präzise und blitzschnell ausgeführt werden kann. Die Gilde der Marodeuren nimmt jeden herzlich auf, der sich im Leben mit der Axt verschreiben will. Sag an, Abenteuerin, bist du bereit dazu? Eigentlich gehört mein Twin dazu, aber ich will natürlich alles freischalten mit meiner Main. Eine vorzügliche Entscheidung. Lass mich mit einer kurzen Geschichtsstunde beginnen. Alles begann damals mit den Schiffen. Jetzt fragst du dich bestimmt, was Äxte mit Schiffen zu tun haben, oder? Nun ja, ohne Holz gäbe es keine Schiffe und ohne Äxte gäbe es kein Holz. Man kann Bäume schließlich nicht mit einer Kasserolle fällen, habe ich recht? Nach der Fertigstellung der Schiffe wurden die Äxte mit an Bord genommen, um auf See oder nach einem Schiffbruch in fremden Regionen Reparaturen durchzuführen. Des Weiteren war die Axt auch als Waffe äußerst gut geeignet. Sie wurde in den nächsten Jahren für immer mehr Seeleute zum festen Bestandteil der Ausrüstung. Ein ständig wachsendes Wissen um die effektive Handhabung in allen erdenklichen Situationen bedeutete schließlich die Geburt der Axtkunst. Am Anfang wurde sie von allen Piraten vorangetrieben, für die ein geschickter Umgang mit der Axt lebenswichtig war. Sie begann sehr früh damit, auch ihre Grünschnäbel in der Axtkunst zu trainieren, um auf See immer die schlagkräftigste Truppe zur Verfügung zu haben, wenn sie andere Boote überfielen. Damit war es dann nur noch ein kurzer Schritt bis zur offiziellen Entstehung der Gilde der Marodeure. Im Zug des Inkrafttretens des Galadion-Abkommens trennte sich die Gilde dann allerdings von ihren Wurzeln als reine Seeräuberbrutstätte. Nach vollzogener Unabhängigkeit und Reorganisation widmete sie ihre Aufmerksamkeit nun ausschließlich der Axtkunst. Die Mitglieder waren keine vom Eigennutz getriebenen Seeräuber mehr, sondern Krieger, die mit ihren Fähigkeiten im Allgemeinwohl zugutekommen wollten. Nun, habe ich dein Interesse an unserer Gilde geweckt? Falls ja, kannst du dich gerne wieder bei mir melden. Nö, überhaupt nicht. Aber wie gesagt, wir wollen ja alles annehmen, ne? Du bist dir also sicher, du willst der Gilde der Marodeure wirklich beitreten? Sehr gut, das ist die richtige Einstellung. Zuerst musst du mit dem Gildenmeister höchstpersönlich sprechen. Er kann auf Neulinge sehr bedrohlich wirken. Du stehst also besser deine Frau und lässt ihn spüren, dass du wirklich bereit dafür bist. Er steht dort drüben, genau in der Mitte des Raums. Sein Name ist Vrunzuen. Viel Glück. Ach, da. Ja, ich bin Vrunzuen, der Gildenmeister der Marodeure. Willkommen in unserer Gilde. Die Kunst der Marodeure liegt im Zerschmettern, Zerschneiden und Zerstören von allem, was im Weg ist. Es geht nicht um das einfache Besiegen des Gegners. Wir wollen ihn schnell und brutal überwältigen. Ein Marodeur muss die furchteinflößendste und beständigste Macht auf dem Schlachtfeld sein. Er muss die meisten Gegner besiegen. Unsere Rolle im Kampf ist die eines Wirbelwinds, die nichts als Zerstörung hinterlässt. Höre mich, Abenteurerin. Zweifellos hat dir Blauthota diese Frage bereits gestellt, aber ich muss mich deiner Hingabe nochmals vergewissern. Bist du bereit für das unfassbare Gemetzel, das dich als Marodeurin unserer Gilde erwartet? Mhm. Hervorragend. Denke immer an die Entschlossenheit zurück, mit der du diese Entscheidung getroffen hast. Na, besser nicht. Denn der Weg des Marodeurs ist unvergleichlich hart.
Das Blut, welches du nach einer Schlacht von deinem Körper wäscht, wird oft dein eigenes sein. Hier, nimm diese verschlissene Streitaxt als Symbol deiner Verpflichtung bei unserer Gilde. Deine erste Lektion wird dir nahebringen, wie man sie standesgemäß hält. Beide Hände an die Axt und stramm gestanden. So, dann ziehen wir doch mal die Axt an. Und sind gleich wieder nackig. Ich hasse es, ehrlich. Okay, wir schauen mal eben. Was können wir uns denn anziehen? Die normalen Standardsachen. Das können wir noch anziehen. Hosen sind ja nicht so wichtig, ne? Stiefel. Den Ring können wir auch anziehen, aber ich glaube, den haben wir noch an. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja, okay, den haben wir noch an. Okay. Gut. Dann speichern wir das Ganze jetzt mal unter den Marodeuren, damit wir nicht nackt rumlaufen, wenn wir wechseln. So. Die Axt steht dir vorzüglich, Gameplayerin. Die Faustregel ist folgende. Wenn sie dir Druckstellen auf dem Rücken verursacht, benutzt du sie eindeutig zu wenig. Okay. Du bist nur Mitglied der Gilde der Marodeure. Die Bedeutung dieser Tatsache wird dir schnell klar werden. Vielleicht sogar schneller, als dir lieb ist. Denn deinen ersten Auftrag erhältst du hier und jetzt. Rotte die im Umfeld von Limsaluminsa herumstrolchende Pest aus, die sich dort breit gemacht hat und die Bevölkerung mit ihrer bloßen Anwesenheit belästigt. Ich spreche von nichts anderem als diesen grässlichen Schafen, Dockratten und Marienkäfern. Sie sind unwürdige Gegner und ich will dich erst wieder sehen, wenn deine Axt jeweils drei von ihnen zum Opfer gefallen sind. Okay, ja, kein Problem. Ich müsste dann zwar nochmal gucken, wo ich genau hin muss. Untere Decks, ich glaube hier im Zentralen, genau, da sind auch alle drin. Okay, dann laufe ich da jetzt mal eben schnell hin und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind dort angekommen, wo wir hin wollten. Allerdings muss ich dazu sagen, dass hier gerade auch wieder so ein Fade-Ding stattfindet. Na komm, achso, der ist schon. Was sagt das doch? So, Dockratten müssen wir auf jeden Fall machen. Ich glaube, da ist Gift dran. Auf jeden Fall ist die irgendwie dann erledigt. Schafe und Marienkäfer, die sind weiter unten. Ja, die Schafe sehe ich schon mal. Nein. Nein, ich will den Marienkäfer haben. Sehr gut. Lasst mir das Schaf in Ruhe. Hallo, wo sitzt sie angreifen? Das machen wir nochmal eben. So. Es ist zwar jetzt ein Fade-Bereich, aber... Achso, Fade ist schon erfolgreich gewesen. Ja, cool. Ich wollte gerade sagen. Aber ich laufe jetzt weg, weil ich ja damit nichts zu tun hatte. Aber gut, dann konnten wir den sogar noch gerade mitmachen. Ist ja geil. Okay, die Marienkäfer haben wir. Haben wir die jetzt alle oder nicht alle? Anscheinend nicht alle. Da hinten ist noch einer. Achso, ich habe nur ein Level abgehabt. Okay. Na gut. Jetzt haben wir sie aber alle durch. So, dann laufen wir jetzt zurück. Nicht in den Fade-Bereich rein, sondern wieder dahin zurück. Und sehen uns gleich wieder.
So, Meister, ich bin zurück mit Blut, mit Tierblut, besser gesagt, an meinen, oder Bestienblut an meiner Axt. So will ich das sehen. Erfolgreiche Heimkehr nach der Schlacht gegen die Monster. Aber es gibt noch viel zu tun. Bevor du deine Axt wie ein wahrer Meister schwingen kannst, lernen, kräftiger werden und alles mit der Axt erschlagen, was dir in die Quere kommt. Das ist hier die Devise. Vergiss nicht, jeder Schlag mit deiner Waffe wird den Pfad zum Meistermarodeuren ein Stück weiter ebnen. Viel Erfolg, Gameplayerin. So, du kannst nun an Gildenaufträgen der Marodeure, Gildenaufträge annehmen. Den nächsten erhalte ich ab Stufe 5. Ja, das übliche halt. Okay, Stufe 5 habe ich nicht. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob die mir... Doch, die haben mir was ins Buch reingeschrieben. Das ist gut. Dann würde ich sagen, dass ich das einfach mal offline so ein bisschen level. Wobei ich immer noch nicht weiß, wo die gestrandeten Räuber sind, weil ich bin durch das komplette zentrale La Noskea durchgelaufen und habe es irgendwie nicht gefunden. Oh, die Krabben. Oh, die sind ganz böse. Vor allen Dingen, wenn man sich nicht heilen kann. Oh. Ja, Spukgespenst habe ich auch noch nicht im Zentralen gesehen, glaube ich. Da müsste ich nochmal meine Augen aufhalten. Aber der Rest, der ist nicht schwer. Also das sollte ich normalerweise recht gut hochgelevelt kriegen. Ja, ich habe jetzt auf dem Weg noch was anderes gesehen. Einmal die Freibriefe, die will ich ja auf jeden Fall sowieso machen. Dann schön ist nicht schön genug. Da weiß ich jetzt nicht, was... Ah, doch, ich glaube, ich weiß, was das ist. Da werde ich auf jeden Fall auch gleich nochmal hingehen. Und die vergessene Agenda, das dürfte dann in der Hauptquest sein, wo ich dann weitermachen kann. Weil da bin ich ja jetzt Level 16, glaube ich. Dementsprechend müsste dann mit Level 15 da auch was gekommen sein. Ich habe ja die Hermetika gelevelt und da ich ja nun mal Hermetika bin, level ich dadurch dann auch die Abenteuergilde letztendlich mit. Nur alle anderen müssen halt eben einzeln gelevelt werden. Ja gut, dann würde ich sagen, dass ich mich umziehe und ich weiß gar nicht, womit ich hier überhaupt anfangen soll. Und mit einem dieser Sachen anfangen werde. Ich würde sagen, ich fange mit schön ist nicht schön genug an, weil ich denke nämlich, dass ich weiß, worum es da genau geht. Und da freue ich mich wirklich sehr, sehr drauf, auch wenn ich dann entsprechend immer noch wieder Ausrüstung sammeln muss, um es mal so zu sagen. Aber ich will nicht zu viel verraten. Ja, das ist jetzt eine recht kurze Folge geworden, leider, aber man muss ja jetzt auch nicht allzu viel machen. Wie es halt nun mal ja häufig so der Fall ist in diesen Gildenquests, zumindest ganz am Anfang noch. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch in der nächsten Folge und hoffe, dass wir uns dann auch wiedersehen. Bis dann. Ciao.